Und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft. Heute mit einem kleinen Gast, der noch nie hierbei war. Junior. Hallo, alles klar bei euch? Junior ist wieder da. Junior! Ja, also kann sein, dass ein paar Fragen kommen hier zu Minecraft, da Minecraft selber nicht kennt, oder? Kennt schon, aber nicht so oft spielt. Genau, denn ebenso. Auf jeden Fall, aua. Wir haben uns die Hölle vorgenommen. Habe ich noch Kabel? Ja, habe ich. Ich mache mir jetzt erstmal ein paar... Ach nee, komm, lassen wir das. Das machen wir zu Hause. Wir suchen den Teufel. Genau, wir suchen den Teufel. Ich gehe jetzt erstmal irgendwo Cobblestone abbauen, denn ich habe ganz vergessen, wenn wir durch die Hölle gehen... Ich dachte, du sagst, ich will irgendwo kacken gehen. Kacken gehen. Oh, die Musik ist krass. Ich habe jetzt leider noch die falsche Musik an, in dem Sinne. Aber, ja... Das gibt sich auch gleich. Sobald wir in der Hölle sind, haben wir auch die richtige Musik. Erstmal was essen. Lecker. Brot. Oh, Ruckel. Nee, das wird wehtun, wenn ich da runterspringe. Ach, ich hätte vielleicht mal meinen Minecraft auf hohe Priorität setzen sollen. Ha. Naja, egal. Wird sowieso nur eine kurze Aufnahme. Hier kommen wir runter. Richtig. Bam, 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 bam. Hopp, hopp, hopp. Und hier bauen wir uns mal ein paar Cobblestones ab. Damit wir... Haben wir die Diamantenspitzhacke? Ne, haben wir nicht hier. Scheiße. Würde schneller gehen. So. Damit wir unser Portal gleich auch schön absichern können, grabe ich mich jetzt hier einmal durchs Gemüse. Mit leicht ruckelnder Framerate. Naja, egal. Müssen wir jetzt mal durch. Das sind dann auch nur zwei Folgen. So. Ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen. Hauptsache, wir kriegen erstmal einen Kasten um unserem Ding rum. Und dann bleibt uns ja eigentlich nur noch die Aufgabe, unser Zuhause zu finden. Was der Junior auch noch nicht kennt. Mhm. Mach kaputt, was du siehst. Nein, mein Zuhause bleibt heile. Das sehen wir dann. Du hast auch Pokémon gespielt, oder? Hä? Hast du auch früher Pokémon gespielt? Mhm. Kommt dir, selten. Kommt dir die Melodie bekannt vor? Hältst du an? Ist von Pokémon, von den allerersten Editionen. Ha, absoluter Wahnsinn. Ich war eher der Yu-Gi-Oh! Fan. Yu-Gi-Oh! Für PlayStation 1, ey. Forbidden Memories. Ach, jetzt geht die Framerate auf einmal hoch. Wollt ihr mich vollkommen verkackeiern? Ach komm, das Gravel lassen wir mal liegen. Graben wir uns mal hier weiter rum. So, ich brauche halt nur ein bisschen Cobblestone. Ach komm, das nehmen wir auch mal mit. Kohle. So, so. Und graben uns da weiter. Aus, aus, aus. Kaputt. So. Pam, 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 pam. Es ist dunkel, ich sehe nichts mehr. Egal, ich glaube, das reicht doch erstmal, was wir haben. Was für eine entspannte Musik. Ja, ne? Geht voll auf den Geist. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hat auch mit Geister zu tun. Oha. Ja. Wir hatten ja schon mal das Thema angesprochen gehabt, von wegen hier Mythos in Japan, dass Kinder Selbstmord begangen haben, nachdem sie diese Melodie gehört haben. Dein Ernst? Ja. Habe ich irgendwo im Internet gelesen. Dass da irgendwelche Frequenzen sind, die wohl nur kleine Kinder wahrnehmen können, und die Frequenzen sollen irgendwie aussagen, dass sie sich umbringen sollen, und die haben es auch wirklich getan. Ich glaube es zwar nicht wirklich, aber... Okay, wir springen aus dem Fenster, komm. Aua. Hä, warum? Ach, da kommt die gleiche Melodie nochmal. Naja, jetzt mehr im Horror-Feeling. Passt gut. Huch! Ich sollte nicht mit dem Feuerzeug in der Hand rumlaufen. Das glaube ich auch. Nicht haken. Ah, warte mal, wir ratzen noch mal eine Runde hier. Bevor wir in die Hölle hinabsteigen. Ich würde ja lieber in den Himmel gehen. Halleluja. Gott, gib mir ein Everbeat. Everbeat. Ab. Ja, ja, hoch da. Ah, die Framerate regt mich gerade ein bisschen auf. Aber naja.
Hey, ich bin oben. Verdammt. Der Lavasee ist auf der anderen Seite. Hier erstmal zurechtfinden, ey. Hopp, hopp, hopp. Aber wie gesagt, wir wollten das Gebiet ja gerne behalten. Alter, die Musik wird mal langsam so ein bisschen gruseliger, wa? Ja, passt. Gleich passt es auch thematischer. Moment mal, ich muss mal kurz Minecraft mehr Priorität setzen. Damit diese Frame-Einbrüche nicht mehr so extrem werden. Jo, Priorität ändern. Danke sehr. So, und da bin ich auch wieder. Jetzt dürfte eigentlich nicht mehr so viel passieren, außer vielleicht ein, zwei Mal noch. So wie jetzt. Wo war der Lavasee, verdammt? Ah, da hinten. Aua. So hört sich's an, wenn man sich die Beine bricht. Warte, hör, hör, hör. Warte, ich krieg's hin. Verdammt. Ach, hören wir noch oft genug, glaube ich, in dieser Aufnahme. Mhm. Ah, genau jetzt. So hört sich's an, wenn man sich im wahren Leben die Beine bricht. So, Feuerzeug packe ich mal weg. So, und dann hoffen wir mal, dass wir woanders rauskommen werden. Wir setzen jetzt einen Fuß in das Portal der Hölle. Wow, wow. Landschaft wird heruntergeladen. 1, 2, 3. Ja, wir sind woanders. Es ruckelt, da die Welt sich aufbauen muss. Ich glaube, die Hölle hast du dir anders vorgestellt, oder? Mhm. Pass auf, gleich kommen kleine Menschen und verprügeln uns. Hier laufen Geister rum. Okay, Geister verprügeln uns. So, ich baue jetzt erstmal das Portal so klein ein, damit wir hier am Portal mindestens sicher sind. Ja, 2 Blöcke, 1, 2, dann bauen wir hier nochmal hoch. Hier, 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 hier. Das war jetzt echt fies. So, zack, zack. Wir müssen noch einen raus. So, dann haben wir hier auch so einen kleinen Unterschlupf, in dem wir sicher sind. Ach ja, ich habe neue Mods installiert. Und zwar unter anderem werden wir gleich sehen. Moment, genau jetzt. Inventory Tweaks habe ich wieder reingepackt. Das heißt, unser Inventar wird wieder von selbst sortiert. Und so weiter. Kennen wir ja schon, haben wir ja schon mal gehabt. Und ich spiele jetzt auch mit dem MC-Patcher und nicht mehr mit Optifine, weil die Umgebungsgrafik einfach um einiges schöner ist als mit dem Optifine. Entweder mache ich irgendwas falsch beim Installieren oder keine Ahnung. Auf jeden Fall bleibe ich jetzt erstmal mit dem MC-Patcher, das heißt, wir haben momentan keinen Zoom. Leider. Hoffentlich habe ich genug Cobblestone, um jetzt noch eine Decke reinzuzimmern. Ey, jetzt muss ich mich echt hier durchgraben, ey. Voll ätzend. Geht ja gar nicht. So, alles weg, weg, weg. Pam, pam, pam. Das verbinden wir natürlich auch später mit unserem bestehenden Netherfestung. Natürlich, sobald wir die Festung gefunden haben, müssen wir halt nur noch durch die Festung finden, wie wir nach Hause kommen. Außer es gibt mehrere Festungen bei Minecraft, aber ich glaube, es gab nur eine. Glauben ist nicht wissen. Was war das denn für x Geräusche gerade? Das sind die ersten Monster, die hier rumfliegen. Wow. Ja, Minecraft hat auch Monster. Oha. Ah. Ah. Ja, ich habe keine Spitzhacke mehr. Egal, dann zimmern wir das erstmal so zu. Ach verdammt, wir brauchen eine Spitzhacke. Kacke. Okay, ich baue jetzt nochmal das Dach zu, dann gehe ich nochmal zurück und hole uns eine Spitzhacke. Obwohl, ich habe Holz hier, ich habe kein Eisen dabei. Verdammt. Okay. Fängt ja super an, unser Höllentrip. Oh ja. So, so. Okay, einmal unter. Lass mich rein. Au. So, einmal wieder durch die Hölle. Hast du deine Beine wieder gebrochen, wa? Ja. Also so oft, wie der Typ schon Beinbruch hatte. Ganz schön gut noch zu Fuß. Ja, ne? Ich will seine Beine haben. Stöckelbeinchen. So, dann machen wir uns jetzt nochmal ein paar Stickies. Einmal 64 sollten reichen. Dann können wir uns auch nochmal einmal Fackeln craften. So, huch, was mache ich da gerade? So, und ich brauche... Ach komm, ich nehme mal sicherheitsweise 2 Stück mit.
So, pam, pam und pam. So, Inventar, können wir da noch irgendwas ausleeren? Alles klar, können wir nicht. Und wieder zurück in die Hölle. Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Warum schickst du mich in die Hölle? Hölle, 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 Hölle. Eiskalt lässt du meine Seele frieren. Das ist Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Tja, das weiß wohl keiner. Geh in die Hölle, da wo du hergekommst. Ich will keiner sehen. Dich mag sowieso keiner. Sag das sowas nicht. Genauso. Simone, bist du das? Simone! Ah, so ein paar Insider von uns. Das war Peter. Erstmal ausleuchten. Hey, das ist sogar symmetrisch. Du hast es einfach drauf. In welche Richtung laufen wir jetzt? Ah, ich laufe einfach mal hier längs. Sieht immer gefährlicher aus. Immer der Nase nach. Nee, da würde ich jetzt in die Lava laufen. Ach du Scheiße. Hier komme ich doch niemals lebend hin. Und vor allem, ich sehe hier nicht mal irgendwo eine Festung. Wie soll ich die dann miteinander knüpfen? Ah, Glowstone. Könnte ich eigentlich auch ein paar mitnehmen. Da hinten laufen Schweine rum. Beziehungsweise Geister. Geister. Weißbrot. Oh, was ist mit der Framerate heute los? Ah, komm, dann nehmen wir mal ein paar mit. Komm, dann bauen wir uns mal hoch. Hopp, 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 hopp. So, dann bauen wir hier mal einfach alles ab. Die Leuchtsteine können wir gut gebrauchen. Leuchtsteine, die gefallen mir. Geh kaputt, geh kaputt. Also so viel Glas, wie ich hier jetzt gerade, also wie sich das anhört, ne? Ich will nicht wissen, wie teuer das wird. Ja, das bringt ganz schön viel Pech. Ich hoffe, ich bin gut versichert. Solange ich keine Spiegel kaputt mache, ist alles in Ordnung. Was denn? So, runter, runter, runter. So, alles mitnehmen. Daraus können wir uns schön neue Glowstones machen. Guck mal, da ist ein Geist. Wo? Da. Warte, ich mach mal Licht. Wow. Okay, der sieht echt Hammer aus. Yeah. Er hat eine Tüte auf dem Kopf. Okay, mit denen will ich mich lieber nicht anlegen. Weil wenn ich einen davon auf mich hetze, dann sind alle gegen mich. Dann heißt es nur noch, rennen. Ja, vor allem hier sind verdammt viele. Oha. Hopp. Okay, das wird ein gefährlicher Nachhauseweg, wenn es wirklich der Nachhauseweg ist. Ich hoffe nur, dass ich gleich ein Portal finde. Quatsch. Eine Festung. Und ich glaube, da hinten sehe ich doch schon eine, oder? Sieht auf jeden Fall... Ja, Festung. Wir sind gleich zu Hause, hoffe ich. Aber komm, hier die Glowstones nehmen wir nochmal mit. So, aus. Hey, jede Menge Pilze. Nehme ich auch nochmal mit. Können wir uns irgendwann mal eine Pilzfarm bauen? Daraus können wir uns eine leckere Pilzsuppe machen. Yum, yum, yum. Es Pilze bist du auf Trip. Ja, ich meine, das sind ja noch normale Mushrooms, ne? Also Pilze. Man kann auch noch Fliegenpilze hier sammeln. Minecraft ist eigentlich voll so für Drogenabhängige teilweise. Oh ja. Weil wenn du Fliegenpilze hier sammeln kannst und die auch noch isst. Alter. Hätte ich nie erwartet, Minecraft. Hätte ich nie von dir erwartet. Du enttäuscht mich. Kaputt, kaputt, kaputt. Kann sein, dass wir ein wenig fertig klingen. Denn die Nacht war nicht gerade lang für uns. So, vor allem, wenn man morgens um 8 pennen geht. Und um 12 wieder aufsteht. Boah. Dazu muss ich sagen, 11:30. Ja, okay, 11:30. Aber wir sind ja noch jung und knackig. Arr. Jetzt mach mir keine Angst. Ja, kommen wir jetzt da rein oder müssen wir da hoch? Ich weiß es nicht. Ich baue mir einfach einen Weg da irgendwie hoch. Und zwar reiße ich hier einfach mal die Mauer ein. Die Steine können wir eigentlich auch mal gut verwenden. Ich weiß zwar noch nicht wofür. Ergibt sich alles. Ja. Bei Minecraft ist es sowieso so, man baut spontan.
Und dann kommt da immer irgendetwas raus. Ich erkenne hier gerade gar nichts mehr. Hallo, ich brauche Fackeln. Wo sind meine Fackeln? Habe ich schon 64 Fackeln verbraucht oder habe ich nur 4 Stück gecraftet? Zäune. Aua, noch ein Zaun. So, das müssen wir auch irgendwie nochmal umbauen hier. Ich glaube, ich baue das alles so hin, wie es vorher war. Ah, ich bin oben. Hallo. So, einmal. So, das heißt, wenn wir hier längs gehen, müssen wir in diese Richtung gehen, damit wir wieder zu unserem Portal kommen. Ach, guck mal, da drüben geht's auch rauf. Ist ja cool. Egal, wir laufen jetzt, bevor uns hier dieser Gast irgendwo in der Luft deckt. Ich sehe hier auch noch kein Fliegen. Bin ich auch froh drum. Hier beleuchten wir mal alles. Wir beleuchten einfach mal den Weg, den wir längs laufen. Wenn es eine Sackgasse ist, ja. Fängt ja gut an. Ah, hier oben. Wenn wir einen Spawner finden, wäre auch natürlich super. Ne, hier ist nichts. Ne, da kommen wir ja wieder zurück. Alter, ist ein Labyrinth hier oder was? Alter, ist voll verwirrend. Das sieht alles gleich aus. Aha. Naja. Laufen wir mal in die Richtung. Ein Lavabrunnen. Nett, ob die ist hier. Hier laufen wir weiter. Soul Sand. Das können wir eigentlich auch mal mitnehmen. Da können wir auch schöne Netherwarzenfarmen machen. Eigentlich bin ich eklig oder so. Ich farme Warzen. Aber nicht am Körper. Das ist die Hauptsache. Auf geht's nach oben. Obwohl in Höhlen ist nach oben immer gut. Ich weiß nicht, ob es hier auch so ist. Waren wir hier schon mal oder warum ist hier so ein Stollen gegraben? Ich kann mich aber nicht dran erinnern, dass ich jeweils in eine in die Netherfestung tief reingegangen bin. Da geht's runter. Oh Gott, hier sieht echt alles gleich aus. Ich nehme einfach das, was am ungewöhnlichsten aussieht. Da geht's auch runter. Ich will irgendwie gerne einen Spawner finden. Hier sind nochmal ein paar Pilze in der Festung. In der Festung. Mann, Mann, Mann. Von Sauberkeit halten die es nicht hier, wa? Achso, hier sind Treppen. Ha. Von wo kommen wir denn jetzt? Von da oben, ne? Ja. Ah, Netherwarzen und es ist hell hier. Und da ist unsere Festung. Yay! Festung! Wir sind zu Hause! Nur jetzt haben wir unseren ganzen Krempel da drüben noch, ne? Scheiße. Boah. Also ich weiß auf jeden Fall, was unser nächstes Projekt wird. Und zwar verbinde die zwei Portale. Auf sicherste Art und Weise. Glowstone lasse ich auch mal kurz hier. Das lasse ich alles hier. Das lasse ich hier. Das lasse ich hier. Glowstone, das. Pilze lasse ich hier. Ich lasse jetzt einfach mal alles hier. Außer mein Schwert. Die Fackeln brauche ich auch nicht. Und das Brot nehme ich noch mit. Und dann laufen wir jetzt nochmal ganz schnell zurück. Damit wir unsere Diamanten und alles von da drüben holen können. Ich hoffe, ich kriege jetzt auch alles mit. Wir haben ja den Weg mit Fackeln markiert hier. Ja, das ging ja schneller, als ich dachte. Verdammt.